Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video zeige ich, wie man so eine Tasche häkelt. Die Tasche besteht aus drei Vierecken. So sieht ein Viereck aus. Und zwei Dreiecken. Kann man auch die Dreiecken weglassen, dann wird bis hier die Tasche sein und sieht auch schön aus. Die Abmessungen für die Tasche sind in die Breite ungefähr 35 cm, die Höhe von oben von diesem Dreieck 26 cm, die Höhe von hier, falls ihr entscheidet, ohne Dreieck zu häkeln, ungefähr 17 cm. Dieser gehäkelte Griff beträgt 65 cm. So, ich habe diese Tasche aus Kottonkord gehäkelt von Krobeck in eine Knäuel 200 Gramm, 150 Meter. Für diese Abmessungen, für diese Länge von diesem Griff, habe ich zwei Knäuel verbraucht. Eine war diese Farbe Azurblau. Und die andere, diese Grün, heißt Blassgrün. Falls ihr Interesse habt, unten in der Beschreibung stelle ich Link dazu, wo kann man das kaufen. So, außerdem am Ende dieses Videos zeige ich, beziehungsweise erkläre ich, wie man so ein Innenfutter macht. Es ist das einfachste Futter. Und falls gewünscht ist, können Sie auch so einen Magnetknopf besorgen, dann Tasche zu schließen oder so einen Knopf für Innenfutter reinzustecken und auch passende Reißverschluss, um Tasche zu schließen. So, eigentlich das war's und fangen wir an. Ich möchte kurz erklären, wie man dieses Quadrat häkelt. Als erster wird Amigurumi-Ring gemacht, also Zauberfadenring. In diesem Ring, in der ersten Reihe, werden direkt Ecken gebildet und häkelt man viermal drei Stäbchen. Also von jeder Seite werden drei Stäbchen sein. Und zwischen diesen Stäbchen werden zwei Luftmaschen sein. So, das ist die Reihe Nummer 1. Dann steigt man in Reihe Nummer 2. Es ist genau dasselbe, nur in jede Ecke werden dann 6 Stäbchen sein. Und zwischen diesen Stäbchen werden immer zwei Luftmaschen sein. Man fängt immer an dieselbe Ecke. Und mit 5 Luftmaschen. Also 3 dieser Luftmaschen imitieren ein Stäbchen und die 2 gehören zu der Ecke. Genau wie hier, die 2. So, dann hier 6 Stück, in jeder Ecke werden 6 Stück gehäkelt und zwischen Ecken werden immer 3 gehäkelt. In eine Öffnung hier. Schauen Sie, erste Runde 1, 2, 3, 4 mal je 3 Stäbchen und in die Ecken waren 2 Luftmaschen, genau wie hier, diese 2. So, dann steigert man weiter in die Runde Nummer 2, macht 3 Luftmaschen für ein Stäbchen imitieren und 2 Luftmaschen für die Ecke, also 5 Luftmaschen. Dann häkelt man 3 Stäbchen und eine Luftmasche. Zwischen diese 3 Stäbchen an die Seiten werden immer eine Luftmasche sein. Nur an die Ecken, wo bilden sich Ecken,
Da werden immer zwei Luftmaschen sein. Alle anderen Zwischenstäbchen wird nur ein sein. Also, ihr könnt auch in jede Reihe Farbe wechseln oder alles in eine Farbe machen oder zum Beispiel so wie ich, jede zweite Reihe gewechselt. Fantasie kennt keine Grenzen. Und in meinem Fall 7 Reihen, 7 Runden. Und am Ende Runde Nummer 8 einfach mit Festmaschen gehäkelt. Okay, fangen wir an. Als erstes macht man Amigurumi-Ring, fixiere mir das, dann 5 Luftmaschen, dann für jede Seite werden 3 Stäbchen und diese Luftmaschekette wird als Stäbchen gezählt und in die Ecken 2 Luftmaschen. Okay, halt man so fest, dreht mal rum und von unten nach oben das ziehen und fixieren. So. Wenn diese Ende lässt sich ganz leicht bewegen hin und her, dann ist alles richtig. So, als nächste 5 Luftmaschen. So, diese 5 Maschen hier, inklusive dieses Eck, 2 Luftmaschen gehören zu dem Eck schon. So, als nächste 3 Stäbchen drauflegen, in den Kreis rein, die 2 erstmal abhäkeln, dann die 2 abhäkeln. So, und zweite, die 2 und dann die 2 und die dritte. So. Jetzt nächstes Eck, 2 Luftmaschen und weiter 3 Stäbchen, 1, 2, 3, wieder Eck bilden mit 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. 1, 2 und die dritte. So, jetzt die allerletzte Eck bilden, vierte Eck, 2 Luftmaschen. Und hier brauchen wir nur 2 Stäbchen, weil die zählt als Stäbchen schon. So. Einmal abhäkeln und zweite. So, fertig. Jetzt kann man das ziehen und dann Öffnung schließt sich. So. Und ich zeige euch noch einen Trick, wie man diese Runde abschließen kann. Und zwar mit diesem Endstück. So, schauen Sie hier, diese Kette. Oben hier. Das ist Stäbchen und das, diese Stelle oben gehört zu diesem Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen hier. 1 und 2. Und in diese zweite Luftmasche werden wir diese Stäbchen verbinden. So, jetzt anstatt diese letzte Masche zu häkeln, ziehen wir das raus. Vorsichtig. Und das wieder drauf machen, 2. Und anstatt mit das zu häkeln, nehmen wir jetzt ein Stück und häkeln wir eine Masche. So, dann zieht man den ganzen raus und in diese zweite Luftmasche, also praktisch von den Stäbchen zählen 1, 2, dritte. Von diesen Stäbchen dritte Masche.
Und wenn so orientieren kann, dann ist die zweite Luftmasche. So, hierhin unter die zwei Faden. So, diese Ende hier durchziehen. Und wieder zurückbringen, wo es rausgeht. Dreht man so rum. Schauen Sie hier diese Stelle und die Masche. Und zieht man durch. Und fertig. Sauber abgeschlossen. Hier gibt es keine Kettmasche, kein Knoten. Alles sauber abgeschlossen. So, so das war Runde Nummer 1. Und weiter geht's. In der Runde Nummer 2, genau wie in die erste, diese Stelle, wo Eck ist, fängt man mit 5 Luftmaschen an. In diese Öffnung direkt 10 erste Masche, 2., 3., 4. und 5. So. Dann direkt wieder an dieselbe Stelle 3 Stäbchen häkeln. So, wir sind hier. Direkt hier, das haben wir gemacht. Und jetzt 3 Stäbchen an dieselbe Stelle. Eins, zwei und drei. So. Zwischen 3 Stäbchen hier werden immer eine Luftmasche sein. Also dieses Muster ist ganz einfach zu verstehen. Ihr merkt nur, dass in die Ecken wird immer 2 Luftmaschen sein und überall anders weiter zwischen Stäbchen nur eine Luftmasche zwischen diese 3 Stäbchen. Und so geht es weiter Reihe zu Reihe und dann Quadrat vergrößert sich und weiter geht's. So, 3 Stäbchen haben gemacht, jetzt eine Luftmasche und in diese Ecke machen wir jetzt 3 Stäbchen, 2 Luftmasche, 3 Stäbchen. So, direkt in diese Öffnung. 1, 2 und 3. Wenn das Eck ist, ja, dann 2 Luftmaschen. Und weiter an dieselbe Stelle noch 3 Stäbchen häkeln. Und die dritte. So. Weiter. 3 Stäbchen fertig. Eine Luftmasche. Und kommen wir direkt zur nächsten Ecke. Wieder 3 Stäbchen rein. Und zwischen diese Stäbchen dann 2 Luftmaschen. Also 3 Stäbchen fertig. 2 Luftmaschen. Und die nächste 3 Stäbchen. 1, 2 und die dritte. So, jetzt eine Luftmasche und die letzte Ecke. So, also nicht die letzte, vorletzte, hier müssen wir noch 2. Okay, 3 Stäbchen wieder rein. 1, 2 und 3. 2 Luftmaschen für die nächste Ecke. Und 3 Stäbchen. Und die dritte. Eine Luftmasche
Und hier schauen Sie, da sind die drei Stäbchen, da sind zwei Maschen, Luftmaschen. Hier ist die Stäbchen Nummer 1. Das heißt, hier rein nur zwei Stäbchen jetzt häkeln. Eins und zwei. So. Man kann weiter mit derselben Farbe häkeln, aber in meinem Beispiel mache ich jetzt mit anderer Farbe. Und das heißt, dieses Stück muss man abschneiden. Ungefähr 6 cm rausziehen, abschneiden, Garn das rausziehen und mit dieser Ende verbinden wir jetzt diese Reihe. Genau wie vorher, schauen Sie, Stäbchen, oben drauf, diese Masche gehört zu Stäbchen, dann nächste Masche Nummer 1 Luftmasche, dann nächste Masche Nummer 2 und in diese zweite Masche werden wir verbinden. Unter diese zwei Faden, diese Endstück ziehen und wieder zurück auf die Stelle bringen, wo es rausgeht. Heißt unter die zwei. So durch. Fertig, alles abgeschlossen. Sauber Abschluss. So, hier. Mit diesen Endstücken. Als erste bisschen nach unten ziehen das und das auch hierhin ziehen zusammen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, einfach die zwei zusammen verbinden mit Knoten. So. Und die andere Möglichkeit ist langsam aber besser. Die zwei zu vernähen. Also als erstes mache ich hier Knoten. So. Und die abschneiden. So. So sieht dann das aus. Reihe Nummer 3 fängt auch in dieser Ecke, wo die Runde Nummer 2 abgeschlossen war. Geht man direkt in diese Ecke. Zieht man Faden durch, ein bisschen mehr Faden lassen, also ungefähr 10 cm, damit werden wir diese Runde verbinden. So, und wie vorher 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, ein bisschen ziehen, damit das nicht rausfliegt. Am Anfang eventuell mit Finger halten. So, dann wieder drei Stäbchen in diese selbe Stelle. Eins. Zwei und die drei. So. Dann eine Luftmasche und in die nächste Öffnung hier drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. So, wieder eine Luftmasche und jetzt Ecke. Drei Stäbchen, eins, zwei und drei. Wenn das Ecke ist, ja, dann zwei Luftmaschen. Eins, zwei und weiter mit drei Stäbchen in derselben Stelle. Also praktisch wird in jede Ecke die Stäbchen verdoppelt.
So. 6 Stück jetzt auf einer Stelle. Eine Luftmasche und in die nächste Öffnung 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Und wieder Luftmasche. Und die nächste Ecke 3 Stäbchen. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen. Eins, zwei und drei. So. So sieht das aus. Und weiter geht's. Also, er häkelt weiter bis zu Ende, selbstständig. Eine Luftmasche jetzt, 3 Stäbchen. Dann wieder Luftmasche, 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen und so weiter nach Schema, bis er hierhin wieder ankommen. So, jetzt bin ich in die Ecke. Noch 2 Stäbchen. Eins und zwei. So. Und jetzt verbinde ich das mit diesem Endstück. So. Die letzte 2 rausziehen. Und mit diesem Endstück häkeln. Einmal durch. Dann suchen hier 2. Luftmasche, also Stäbchen. Dann eine Masche, 2. Das ist die. Unter die 2 Faden diese Ende ziehen. Durchziehen und wieder auf die Stelle, wo es rausgeht, rein tun. So, fertig. Es ist abgeschlossen. Ein bisschen nachziehen vielleicht, dass nicht so locker wird. So, die Runde Nummer 3 ist fertig. Und so weiter wird es gehäkelt. Es wird jetzt nichts anderes passieren, außer in die letzte Reihe. Insgesamt häkelt man mit diesem Muster 7 Reihen. Jetzt hier die 1, 2, 3. So, nach jeder 2. Reihe wechselt man den Faden. Also hier 2 Reihen mit grün, 2 Reihen mit blau und so weiter. 2 Reihen mit grün und die 7. Reihe war blau bei mir. So. Und er häkelt das weiter, selbstständig. Wer mag, kann Screenshot davon machen und ausdrucken und dann in Ruhe nachhäkeln. Wer kann sich schon so orientieren, ist perfekt. Und treffen wir uns am Ende Reihe Nummer 7. Genau hier. Die 7. Reihe ist fertig. Zählen wir zusammen nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Reihe Nummer 8 ist die letzte Reihe. Und hier wird man nur mit Festmaschen gehäkelt. So, unter die 2 Faden einfach die Festmasche. Dann weiter unter die 2 Faden Festmasche. In die Ecken, wie vorher, rein in diese Öffnung, eine Festmasche, 2 Luftmaschen, eine feste Masche. So, und weiter, direkt unter die 2 Faden
häkeln und hier und da. Zwischen Stäbchen, wo war die Luftmasche, einfach in diese Öffnung rein. Dann weiter unter die zwei Faden und so weiter, bis man den ganzen Häkelstock umgehäkelt hat. So. Und an jede Ecke Masche, dann zwei Luftmasche und noch eine feste Masche. So, und so weiter. Zur Selbstkontrolle am Ende können Sie nachzählen. In jeder Seite wird 31 Festmaschen sein. Also zählt man von hier an, von die erste Luftmasche. Die gehört hier hin und diese Luftmasche gehört zu dieser Seite. Von hier anfangen zu zählen, bis die andere Seite 31 Maschen. Und weiter häkelt er selbstständig bis zu Ende. Noch eine letzte Masche habe ich. Und fertig. So, jetzt muss man abschließen. Ein bisschen Garn rausziehen. Abschneiden. Und alle erste Masche finden. Unter die zwei Faden. Dieses Endstück durchführen. Und wieder zurück auf die Stelle, wo es rausgeht, rein. Hier unter die zwei fertig. Die alle Enden ein bisschen runter so ziehen, zusammen verknoten oder noch besser vernähen. So, ein Stück ist fertig. Und davon brauchen wir drei Stück. Ihr häkelt das alles selbstständig und dann treffen wir uns wieder. Alle drei Teile sind fertig. Jetzt legen wir das zusammen, wie die Tasche aussehen soll. Ecke zu Ecke, linke Seite zu linke Seite. So, einmal für Boden und die zwei Teile für die Seiten. So, so rum und diese Seite auch. So rum. Wer mag die Tasche in dieser Variante zu haben, ohne diese Dreieck? So, der kann schon jetzt verbinden. Und zwar die Seiten. Von hier anfangen und bis auf die andere Seite und dann hier. Wer mag so wie meine Tasche mit so einem Dreieck, der häkelt einfach weiter mit mir.